Leute, weiter geht's mit einer neuen Folge Crash Bandicoot 4 It's About Time. Cortex darf heute loslegen. In Versandfehler. Ich muss das Schiff finden. Hätte ich doch nur nicht die Teleportfunktion meines Blasters durch einen Hardtrockner ersetzt. Ja, wir haben uns ja in der letzten Folge schon den ersten Level ansehen können, was in dieser Welt so auf uns zukommt. Das ist alles hier ein bisschen stark entwickelt. So, da hinten ist eine Metallbox, die dürfen wir nicht vergessen. Cortex, treff die doch mal! So. Dann. Oh, das war knapp, da ist er irgendwie hängen geblieben, aber ich hab's hingekriegt. Das war ultimativ dumm. Ja, zum Glück ist der dumme Fehler hier am Anfang passiert. Ah, den kann ich nicht kaputt schießen, da muss ich durchdashen. Ach du Scheiße, das TNT bei. Kann ich das von hier aus treffen? Okay. So, dann kann man da runter. Aber ich möchte da nicht runter. Weil ich sterben möchte, okay. Das gefällt mir schon wieder gar nicht, dass ich jede Möglichkeit zu sterben mitnehme. Dann kann das Level nicht wieder was werden. So, da hat man was funkeln gesehen. Deswegen wollte ich auch da oben nicht runter. So, hier können wir dann durch. Uff, das ist knapp. Da dash ich lieber so durch. Sonst wird das, glaube ich, zu knapp. Oh, und da kommt auch was Schönes runter. Hoch, meine ich. Und zack. Ah! Super! Ich sehe schon, der Level wird mir Spaß machen. So. Und es geht weiter. Ja, der erste Level, der war noch sehr, sehr harmlos im Gegensatz zu dem, was sie hier wollen. Also im Cortex-Abschnitt auf jeden Fall. Mal gucken, wenn wir wieder zu Crash wechseln. Ob das immer noch so ist. Oder wie sie den Level dann picken. Ah, okay. Hier macht er andere Plattform. Hier macht er die Trampolin-Plattform für eine dunkelförmige. Oh nein. Ich hasse euch. Mach ihn weg. Da oben ist der nächste. Mach ihn weg. Ah, noch einer. Mach sie alle weg. So, hier darf ich nicht ganz planlos wegballern. Die Wumpers werde ich brauchen. Es sind 230. Ah, das riskiere ich nicht mit Schießen, da springen wir lieber drauf. So, da schießen wir gegen. Da verpasse ich halt Wumpers. Ist halt so. Also. Ah! Nein! Oh Gott, das wird so asozial. Das kann was werden, Leute. Lass mich nochmal vorsichtshalber rüber. So, warten, bis der kommt. Das ist doch so mies! Verzieht euch, ihr miesen Arschlöcher! Alter! Nicht nur, dass die Kisten super schwierig zu holen sind, nein, diese beiden Arschgeigen sind da auch noch postiert. Verschwinde. Verschwinde einfach nur. So, 57 haben wir. Hätten die Dinger nicht andersrum runtergehen können? Okay. Nein, nein, nein! Ich werde spätestens in dieser Welt meine Gelassenheit verlieren, die ich bisher hatte. Ach, kein Blödsinn, Cortex. Es war ein riesengroßer Fehler, diesen Run zu machen. Und die schlimmsten Level kommen noch.
wenn er mich hier unten trifft, ne? So, schießt du, Schlawiner. Okay? Aber wir verwandeln den mal nochmal. Ah, wir kein Trampolin, okay. Okay. Wieso kann ich hier nicht so hoch springen? Den habe ich jetzt sehr, sehr ungünstig verwandelt. Kann das sein? Man merkt es vielleicht, ich bin etwas sprachlos. Was war das da eben? Ich stehe mitten im Gegner drin und drücke auf den Blaster. Kannst du dir nicht ausdenken. Wenn das hier so weitergeht, bin ich am Ende der Folge ein seelisches Wrack. So. Jetzt mal hier zusammenreißen, ne? Nein, 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 nein! Hau ab! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Ja, die Cortex-Passage ist vorbei! Kontrollsatz drauf. Einfach Knöpfe drücken. So, ich hoffe mal, dass der Crash-Part einfacher wird. Ich muss selber bei der Aussage lachen. Ja, und fängt gleich mit so einer Rutschscheiße an. Okay. Runter. Warum ist er gestorben da eben? Es sind, die Kisten sind links und rechts und nicht unten. Wegen der Scheißbewegung beim Runtergehen oder was? Die Wumpa da unten ist mir egal. So. Durchatmen. Aber es ist leider nicht überstanden. Ich hoffe ja, der crasht wieder angenehmer als der Cortex-Teil. Der Cortex-Teil ist so asozial. Geht das alles so? Ja. Man merkt schon, ich bin am Weinen. Und das nicht zu knapp. Weil jedes Mal, wenn ich den dummen Cortex-Teil neu spielen, wird man Kacke baut. Und es sind noch so viele Kisten. Ich habe erst 85. Okay, der Bonus kommt noch, aber trotzdem. Okay, okay, okay. Verschwinde. Wie sieht das eigentlich? Ich habe noch nicht mal einen Edelstein. Es fehlen auch noch einige Kisten. Da ist der erste Edelstein. So. Da springen wir einfach drauf. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin halt auf den Teil kurz vom Ziel gespannt. Weil. Oh oh. Der war schon in normalen Level, Assi. So, schnell runter. Und sie mitnehmen. Oh, ja, genau. Jetzt sind wir kurz vom Ziel nämlich. Und dann kommen diese ganzen blöden Schützen wieder. So, lass mich hier vor. Ah, 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 ah! 104, okay. Der Bonus hat 58, okay. Ist klar, oh Gott. Ja, jetzt kommt das Feuer natürlich so in diesen Scheiß-Timing. Okay, das da unten, da komme ich nicht ran, da ist Nitro. Okay.
Das sind Pfeile. Okay, 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 okay. Boom. Klack. Da hoch. Warten, bis alles da hoch geht. Wieder runter. Was? Mal weg. Da hinten ist ein Schalter. Wo ist der Nitro-Schalter? Da oben, okay. So. Muss noch da. Und das sind auch die letzten beiden. Sehr gut. Dieser Level verkürzt meine Lebenszeit. Der Bonus geht hier noch, ne? Das Level an sich ist... So, jetzt kommt die Passage, die im normalen Level schon assi ist. Ja, jetzt ist hier Nitro und so ein Kram im Weg. Zack. Was? Wie kann der durch die Wand durchschießen? Wollt ihr mich verarschen? Schieß gegen die Wand. Und jetzt stirb, du Scheißlappen. Genauso wie du. Himmel, Himmel, Himmel. Okay, das Nitro ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum. Ich noch. Was tue ich? Kein Risiko. Schieß dagegen. Nein. Böser, böser, böser. So. Mach die Kisten nicht kaputt, bevor das Ding weg ist. Oh, da geht's weiter mit dem. Ich hasse diese Typen. Ja, ja, ja. Komm schon, der dritte Edelstein muss doch schon fast da sein. Aber wir haben auch noch 50 Kisten. So. Schnell hier durch. Damit der Typ nicht auf dumme Ideen kommt. Nein, 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 nein! Okay, das ist die letzte Passage von Ziehen, ne? Runter. Nach rechts. Runter. Und! Ja, ja, ja! Alter. Alter. Ich kann das nicht mehr lange. So, blinde Passagiere. Hoffentlich ein bisschen angenehmer. Ja, ein Tape, natürlich. Ich glaube, wir steuern auf den Spaltgenerator zu. Aber wir wären viel schneller mit... dem. Was zum... Tonner? Ich werde euch in dieser Dimension nicht auch verlieren. Ich erledige das. Aber wir sind ein Team. Naja, wohl nicht. Hey, was war los? Ja, wo wart ihr eigentlich, um das zu verhindern? Hä? So, 152. Diese Passagiere? Also... Hey, wo ist denn mein Karren? Ja, das ist weg.
Gefängnis, wo wir ein bisschen besser sichern müssen. Okay. Hoffen wir einfach mal, dass dieses Level nicht ganz so mies ist wie das davor. Das davor ist eigentlich nur so mies wegen dem Cortex-Teil. Das mit Crash danach, das ist okay, das ist auch mies, aber was mich halt genervt hat, war der Cortex-Teil. War da irgendwas? Nein, ne? Ah, oh, das ist so ein Feuerding. Nein. Lassen wir das Feuerding erstmal auspusten. Wie viele sind das überhaupt? 152. Das Schlimme ist, wenn ich das verkacke, kann ich das nicht nochmal machen. Komm, komm, komm. Okay. Oh, okay. Oh nein. Okay. Ja, selbst glaube ich, wenn ich es verkackt hätte, die, also das TNT zerbiebelt hätte, wäre die Uka sofort geopfert worden. Ich glaube, so schnell bekommt man die nach oben. Hier ist ein Geheimgang, das weiß ich noch. Ich habe irgendwas aktiviert und da ist der Edelstein. Vorsichtshalber wirbeln wir hier nochmal überall. Nicht, dass hier eine Kiste ist, die ich vergesse. Okay. So, wir haben 32. Ich könnte schwören, ich hätte mein Kart hier geparkt. Ja, das war auch hier. Aber jetzt ist das bei Torna. Und seit wann kann man mit einem Kart im Raum, im Weltall fliegen? Sehr beeindruckendes Kart dann. Oh, scheiße, ich bin draufgekommen. Es kommt, glaube ich, wieder. Ah! Kommt das bitte wieder? Hallo? Okay, wenn ich hocke, sollte ich leben? Ja. Da oben ist ja hoffentlich nichts. So. Das Ding fährt. Brauche ich auch zum Fahren. Ja. Komm, fahr. Okay, fahr zurück bitte. Fahr bitte zurück. Ja. Bitte nochmal. Okay. Das ist das sechste Kart, das mir. Meine Frau bringt mich um. Das können wir gut verstehen, ne? Ah! Das war auch mies. Da ist man dann leicht höher gekommen und man wäre trotzdem zerquetscht worden. Ihr Säcke. Verzieh dich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die abwehren kann. Das ist ein TNT-Fass, ihr Säcke. Ich habe noch eine Uka. Ich mach hier, ich räume hier erst komplett auf, auch wenn da ein Bonus ist. So.
Den machen wir auch. Wenn, dann räume ich hier alles auf. Ich hoffe, der Bonus ist nicht mies, dass ich meine Uka nicht verliere. Ich glaube, die verliere ich so oder so. Ach komm schon. Mann! Ich will die Uka nicht verlieren. Ja. So. 75 vom Bonus. Wie viel sind im Bonus drin? 34. Dann gehen wir auf 109. Das ist schon ein großer Teil. So, was wollt ihr hier von mir? TNT. Geh mal weg. Das bleibt sichtbar. Oh, ihr miesen, miesen Schweine. Wie soll ich das denn machen? Das muss super schnell gehen. So. Und hier der gleiche Scheiß. Nicht aktivieren. Das kann ich eigentlich auf dem Rückweg machen. Irgendwo muss noch sein, was hinten zwei Kisten auslöst. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Okay, okay, okay. Was passiert jetzt? Nein! Ich habe gehofft, ich kann da durchspringen und dann... Das ist doch mega asozial! Ja, 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 okay. Ich mach's mal. So, jetzt ist die Frage, was ist im Rest des Levels passiert? Da komme ich so dran. Ich hoffe, die am Anfang wurden aktiviert. Ja. Es ist auch sonst anders nicht möglich. Du musst den Pfeil stehen lassen. Ansonsten geht das nicht. Bitte? Du darfst den Nitro-Schalter nicht kaputt machen. Ich weiß nicht genau, wie das mechanisch funktioniert. Aber ich denke, am Ende wird der Nitro-Schalter des Levels diese Nitro-Kisten zerdeppern. Merken wir uns mal 4 Kisten. Wenn genau 4 fehlen, wissen wir, wo der Hund begraben ist. Ich hatte es irgendwie ein Gefühl, dass da noch Nitro bei rumspringt. Ja, ja, ja. Wie sieht das überhaupt hier aus? Ah, den Dingskristall habe ich bald. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich nicht zermatscht werde. Schnell da raus. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier hoch. Ja. Aha. So. Das ist ja noch okay gewesen.
Ich habe den Edelstein. Das kann ich da drauf. Oh, ich habe gehofft. Ah, okay, dann kann ich dann auf CNT. Ist das doch das Cockpit? Hier muss das Ziel doch dann sein, oder? Ah, ne, das ist ein Fahrstuhl, der da unten geht. Checkpoint, also kommt noch eine Passage. Ich habe eigentlich auf das Ziel gehofft. Oh nein. Oh nein. Da ist das Tape. Wir sind getroffen. Schnallt euch ab und repariert mein Schild. Okay. Da bin ich sicher. In den Wirbel. Ja, es ist grün. Okay. Verrecke. Sind hier noch mehr von euch? Ich bin halt ultra vorsichtig, weil es ist nicht mehr weit. 4 Kisten. Das sind die Nitro-Kisten im Bonus. Ich drehe durch, wenn es... Ich drehe durch, wenn es keinen Nitro-Schalter gibt. Es gibt einen Nitro-Schalter. Ich bleibe ganz außen hier. So. So, dann wollen wir diesmal den Bonus richtig machen. Dann kommen wir noch leichter an die Kisten hier ran. Natürlich jetzt. Oh, das habe ich nicht bedacht. Wie soll das gehen? Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Jetzt wird's! Interessant, das ist ein Assi-Sprung. Okay, boom. Dann ist es wichtig, die beiden hier stehen zu lassen, dass du zurückkommst. Oder jedenfalls eine davon stehen zu lassen. So. Die kann man dann auch einfach so holen. Kann man auch von unten holen, ja. So, alle 34 Kisten. Jetzt müssen wir nur noch beten, dass wir im Ziel alles dann haben. Seht ihr das da? Wir haben alles! Ja, also der Level, der ging eigentlich. Also der Cortex-Level war viel schlimmer. Aber was jetzt wieder noch... Ich weiß, es ist ein Fehler, es noch zu machen, aber komm. Ich muss sagen, die Mechanik von Zeugetieren ist höchst mysteriös. Sind die Nitro-Kisten nicht in diesem Level dabei? Das wäre... Oh, das war knapp. Das wäre fantastisch. Ich hasse diese Mechanik. Wartet. Wir machen erst das kaputt. Wieso hat sie keinen Doppelsprung gemacht? Okay, es ist keine miese Falle. Das habe ich eigentlich angenommen. Ich dachte, da kommen irgendwie Metallblöcke. Oh, Kacke. Schaffe ich das? Ah ja, easy. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Nitro. Wieso mache ich das kaputt? Das Nitro jagt das in die Luft. Aber egal. So, zack. Da muss ein gut getimter Sprung kommen. Ich muss das nicht kaputt machen, zwangsläufig. Den muss ich, glaube ich, kaputt machen und das andere fliegt durch Nitro in die Luft. Okay. Was? Schweine.
Gut, dass ein Checkpoint da war, sonst wäre ich sauer. Was? Komm ich noch? Nein, ich komme nicht zurück, okay. So. Das heißt, ich muss mich beeilen. Da ist von Zeitfenster. Oh Gott. Naja, also. Solange diese. Dumme Mie. Das war dumm, ne? Das war unglaublich dumm. Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht, okay. Okay, okay, okay. Kann eigentlich nicht mehr so viel sein. Wir haben schon reichlich Nitro gesehen. Und ich finde das Tape im Vergleich zu den beiden... Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich kann das auch einfach eigentlich alles in Ruhe lassen, oder? What the fuck? Ich hoffe, alles ist hochgegangen. Es müsste alles hochgehen. Man hat eigentlich nicht die Zeit dafür. Und das ist das Ende. Okay. Viel einfacher als die beiden Level davor. Zum Glück ist diese komische Mechanik mit den Nitrofässern nicht drin gewesen. Okay. Ich will nicht sagen, dass der Tape-Level einfach war. Der war okay. Aber im Vergleich zu den beiden davor war das halt leicht. Was überhaupt nicht leicht wird, wird in der nächsten Folge Crash-Landung. Das ist... Ich habe vor 3 Leveln in diesem Run richtig Angst. 2 davon kommen noch. Das ist der dritte. Das wird ein Desaster. Aber bis zum nächsten Mal und tschüssi.